heute habe ich wieder die letzten drei gelesenen Bücher für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir mit den beiden Büchern, die zu einer Reihe gehören, und zwar zur Gilde der Jäger. Und zwar sind das diese Bücher hier. Das ist der erste Teil Engelskuss und der zweite Teil Engelszorn von Nalini Singh. Und diese beiden Bücher gehören zur Gilde der Jäger. Engelskuss ist der erste Teil und Engelszorn der zweite. Da die beiden Bücher komplett zusammengehören und der zweite direkt an den ersten anknüpft, kann ich zum zweiten nicht wirklich irgendwas sagen. Deswegen fange ich jetzt einfach mal mit Engelskuss an. So, ich muss wieder das Gesicht zuhalten, sonst fixiert meine Kamera wieder das Gesicht und nicht mich. In diesem Buch geht es um Elena und Elena ist Jägerin. Sie jagt Vampire und in der Welt, in der Elena lebt, ist es so, dass Vampire von Engeln erschaffen werden. Und wo die Engel herkommen, das weiß niemand so genau. Sie herrschen schon Jahrtausende über die Menschheit. Und es gibt 10 Erzengel insgesamt, die die Welt quasi unter sich aufgeteilt haben und jeder Erzengel hat da so seinen Bereich, was er quasi regiert. Und in Amerika, wo Elena lebt, ist es so, dass der Erzengel Raphael da alles quasi unter seiner Kontrolle hat. Und Elena ist Vampirjägerin, wie ich bereits sagte, und jagt abtrünnige Vampire für höhergestellte Vampire oder sie führt auch mal einen Auftrag für einen Engel aus. Denn es gibt in der Welt nicht nur die Erzengel, sondern auch ganz normale Engel, die dort leben und den Erzengeln unterstellt sind. Und Elena hat eine besondere Gabe, sie kann die Vampire riechen und wittern. Und dadurch ist sie eine sehr, sehr gute Jägerin. Und dann ist es so, dass Elena gerade von einem Auftrag nach Hause kommt, als sie von der Gildenchefin, für die sie arbeitet, einen neuen Auftrag erhält. Und dieser führt sie direkt in den Engelsturm zum Erzengel Raphael. Und was das für ein Auftrag ist und was Elena alles auf ihrer Reise da quasi noch passiert, das ist es, worum es im ersten Teil Engelskuss geht. Der zweite Teil Engelszorn beschäftigt sich dann quasi mit den Folgen der Ereignisse aus dem ersten Teil, denn es passiert am Ende etwas, was keiner für möglich gehalten hätte und was alles für immer verändern wird und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, denn sonst würde ich euch spoilern und das möchte ich nicht. Der dritte Teil dieser Reihe gehört auch noch zu den ersten beiden. Ab dem vierten Teil handelt es sich dann um andere Protagonisten. Ich werde mir jetzt die Teile auf jeden Fall nach und nach immer mal noch mitkaufen, denn ich fand die Bücher richtig gut. Ich mag in Nalini Singh ihre Art, Bücher zu schreiben sowieso. Auch Engelskuss und Engelszorn konnten mich da wieder voll überzeugen. Ansonsten kann ich euch nur sagen, dass mir die Handlung in den zwei Büchern wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich hatte aber am Anfang echt meine Probleme, so in die Welt reinzukommen. Also es ist ja Urban Fantasy, also sprich unsere Welt mit diesen Fantasy-Elementen. Aber ich hatte trotzdem am Anfang Schwierigkeiten, mich in diese Welt einzufinden und die ganze Struktur, wie diese Welt ist, da zurechtzukommen. Also ja, hatte ich so ein paar Startschwierigkeiten. Als ich es dann aber einmal hatte, dann ging es und dann hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, das alles zu lesen. Und ja, mehr kann ich zur Handlung eigentlich auch nicht sagen, außer dass ich sie ganz, ganz toll fand und ich freue mich jetzt auf den dritten Teil. So, ich musste die Tür kurz zumachen, meine Waschmaschine schleudert. Ja, mehr kann ich zur Handlung eigentlich auch gar nicht sagen, außer dass ich sie sehr, sehr mochte und ich mich jetzt auf den dritten Teil freue. Denn wie gesagt, im dritten Teil geht es auch nochmal um Elena und Raphael. Und ab dem vierten Teil geht es dann um die Beschützer von Raphael quasi. Also Raphael hat 7, ich weiß gerade nicht mehr, wie die hießen, die 7 Jäger oder sowas. Und das sind Raphaels persönliche Bodyguards, Krieger, was auch immer. Und um diese 7 geht es dann in den weiteren Teilen und da freue ich mich schon sehr drauf. Ansonsten haben mir die beiden Bücher wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte Elena vom Charakter her, denn Elena ist jetzt nicht so eine Frau, die so, oh mein Gott, ich bin so, ich muss beschützt werden, so ein kleines hilfloses Etwas. Das ist sie halt nicht. Dadurch, dass sie halt eine Vampirjägerin ist, hat sie es natürlich auch drauf und hat faustdick hinter den Ohren und lässt sich auch nichts sagen. Und ich fand auch die Dynamik zwischen Raphael und Elena ganz, ganz toll, denn Raphael ist so ein richtiger Mann, er ist so ein Krieger und er will die Frau natürlich auch beschützen und Elena hält da ordentlich da dagegen und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese ganzen Dispute zwischen den beiden auch immer mitzulesen. Und ja, also wie gesagt, von den Charakteren kann ich auch nur sagen, ganz, ganz toll. Und Raphael. Raphael ist ein Krieger, er ist ein großer, düsterer Engel und man hat auf jeden Fall Respekt vor ihm und Angst am Anfang. Und wenn man dann so im Laufe der Geschichte hinter die Fassade von ihm blickt und hinter die Fassade der Engel im Allgemeinen und das Ganze so mitkriegt, wie die eigentlich alle so sind, macht das schon sehr, sehr viel Spaß, das Ganze zu lesen, denn die Engel sind nicht so, wie sie auf den ersten Blick erscheinen und ja, ich fand es einfach ganz toll, diese Geschichte zu lesen. Mehr kann ich zu den Charakteren eigentlich auch gar nicht sagen, außer dass ich sie mochte. Ich mochte auch die Nebencharaktere. Gerade Dimitri fand ich ganz, ganz toll und auch die anderen von den 7 waren es, glaube ich, von 7 oder 8, ich weiß es nicht mehr, von Raphaels Kriegern. Die fand ich alle ganz, ganz toll und ich freue mich auf jede einzelne Geschichte von denen und
ja, also tolle Handlung, tolle Charaktere. Wie gesagt, vom Setting her befinden wir uns in einer Urban-Fantasy-Welt. Und am Anfang hatte ich halt so meine Probleme, in diese Welt reinzukommen. Jetzt nicht, was das Worldbuilding an und für sich betrifft, was die Vorstellung dieser Welt betrifft, sondern einfach diese Struktur, die dort herrscht, ne? Mit den Erzengeln und Engeln und Vampiren und Menschen. Und dann gibt es ja noch die Gilden der Vampirjäger und wie die alle so funktionieren und wer wem so unterstellt ist und das alles. Damit hatte ich halt so ein bisschen meine Schwierigkeiten am Anfang. Aber das ging dann. Also von daher fand ich vom Setting und vom Worldbuilding her auch ganz, ganz toll. Und wie das auch alles wieder beschrieben wurde von Nalini Singh, hat mir richtig gut gefallen. Und ja, damit wären wir dann auch schon beim Schreibstil. Und ich kann nur sagen, Nalini Singh, ihr Schreibstil sollte mich eigentlich total irritieren und verwirren. Tut er aber nicht. Ich war damals schon bei der Gestaltenwandlerreihe, wo ich die angefangen habe zu lesen, total verwundert, dass mich ihr Schreibstil nicht irritiert. Denn sie schreibt aus der Ich-Perspektive, man liest immer aus der Sicht von der Protagonistin in diesem Buch. Man wechselt dann aber teilweise auch die Sicht zu ihm in der Geschichte. Und das wird nicht über Kapitel abgeteilt, sondern einfach nur durch Absätze. Und normalerweise habe ich mit sowas echt meine Probleme, dann noch da durchzublicken, aus wessen Sichtweise ich gerade lese. Aber Nalini Singh schafft das jedes Mal, dass ich nicht verwirrt bin. Und das finde ich cool. Denn wie gesagt, bei jedem anderen hatte ich dann echt immer das Problem, wenn das nicht kapitelweise die Sichtweisen gewechselt wurden und dann auch nochmal da stand, aus wessen Sicht ich gerade lese, dass es mich teilweise sehr, sehr, sehr verwirrt hat. Und bei Nalini Singh habe ich das Problem nicht, warum auch immer. Also Daumen hoch für Nalini Singh, ihren Schreibstil. Sie schafft es, mich nicht zu verwirren, obwohl sie einfach in Kapiteln durch Absätze die Sichtweisen wechselt. Jubi! Mein Fazit zu den ersten beiden Teilen der Gilde der Jäger ist, dass es eine ganz, ganz tolle Geschichte ist, dass ich mich auf die weiteren Teile auf jeden Fall freue, dass ich die ganz, ganz bald mitlesen muss und ja, dass jeder, der Bock auf Engelsgeschichten hat, auf Vampirgeschichten hat, mit ein bisschen Erotik auch, wie das ist, Nalini Singh, der sollte sich die Gilde der Jäger auf jeden Fall angucken und ich kann sie euch dann wirklich nur empfehlen. Daumen hoch für die ersten beiden Teile auf jeden Fall. Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Selection von Kira Cass. Ich weiß gar nicht, wie der erste Teil heißt. Der zweite heißt Die Elite. Ich weiß nicht, hat der erste Teil noch einen Untertitel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall liegt dieses Buch schon Ewigkeiten hier bei mir rum und jetzt habe ich mir gedacht, komm, jetzt lies es endlich und ich habe es jetzt gelesen. Ich habe auch nur den ersten Teil im Moment zu Hause, den zweiten und dritten muss ich mir dann mal irgendwie noch besorgen. Ich möchte den auf jeden Fall lesen. Und ja, ich glaube, zum Inhalt brauche ich nicht viel sagen. Es geht in diesem Buch um Amerika und Amerika lebt in einer Welt, also es ist eine Dystopie auf jeden Fall auch mit. Und unsere Gesellschaftsstruktur ist zerstört und es ist so, dass in der Welt, in der Amerika lebt, es Kasten gibt. Es gibt Kasten, die durchnummeriert sind. Die 1 sind die, die ganz oben sind, das ist der König und das ist die Königsfamilie. Die 2 sind quasi die Adligen und Reichen, die direkt da runterkommen und so staffelt sich das immer weiter nach unten bis zu 8. Und die 8 sind quasi die armen, obdachlosen Schweine, die nichts zu sagen haben in dieser Welt und die auch schwer Arbeit bekommen und es auch nur wirklich sehr, sehr schwer schaffen zu überleben. Und America ist eine 5, also so mittendrin. Sie ist jetzt nicht reich, sie ist aber auch nicht so richtig so arm, aber sie hat schon Tage erlebt, an denen sie gehungert hat. Und die Kaste von America ist die Künstlerkaste. Das heißt, in dieser Kaste kannst du dich kreativ ausleben, du kannst Musik machen, du kannst Steinhauer werden, du kannst Maler werden und dadurch irgendwie dein Überleben sichern. Aber du kannst halt auch nichts anderes werden, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und das ist auch schon wieder sehr, sehr krass. Denn der Bruder von America zum Beispiel ist so ein kleiner Rowdy und er würde lieber Fußball spielen, als irgendwie malen oder irgendwelche Bildhauerei zu machen. Musikinstrumente sind auch nicht so sein Ding. Also denke ich mir, was soll das dem Kind denn mal bitte werden? Also diese ganze Gesellschaftsstruktur ist schon sehr, sehr hart und sehr, sehr krass, was da so diese Abstufungen betrifft. Und es ist so, dass es in diesem Land einen König und eine Königin gibt und die haben einen Sohn. Und es ist so, dass der Sohn mit dem 18. Lebensjahr sich eine Braut suchen muss aus dem Volk. Und es wird aus jeder Provinz des Landes, es sind insgesamt 35 Stück, wird ein Mädchen ausgelost. Und dieses Mädchen wird in den Palast geschickt und dem Prinzen vorgestellt. Und der Prinz, wie gesagt, muss dann unter diesen 35 Mädchen sich eins aussuchen. Es ist so ein bisschen wie bei einer Bachelor, nur ohne irgendwelchen sonderbaren, komischen Sachen, die da machen. Und ja, und ob und wer am Ende gewinnt, das ist es quasi, worum es in dieser Geschichte schlussendlich geht. Und wir begleiten America auf ihrer Reise, denn sie wird von ihrer Provinz her auserwählt. Das spoilere ich niemanden, das ist offensichtlich, sonst würde diese Geschichte keinen Sinn ergeben. Und ja, sie wird von ihrer Provinz auserwählt und wird in den Palast geschickt. Und ja, America möchte den Prinzen aber eigentlich gar nicht heiraten, denn eigentlich ist sie in einen anderen verliebt, nämlich in Aspen. Und Aspen und sie sind schon seit 2 Jahren heimlich ein Paar und
Aspen findet es ganz, ganz toll, dass sie jetzt die Möglichkeit hat, dorthin zu gehen und sich quasi vom Rang her zu steigern und sich und ihrer Familie ein besseres Leben zu ermöglichen und beendet die Beziehung zu America, was sie natürlich ganz, ganz schrecklich findet. Und ja, mit gebrochenem Herzen bricht America dann natürlich auf in dieses Casting und was sie dort alles erlebt und wie Prinz Maxon so ist und was die beiden für eine Beziehung zueinander aufbauen. Das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Von der Handlung her hat mir das Buch schon ganz gut gefallen. Also es ist eine gute Geschichte gewesen, aber es ist jetzt keine Geschichte für mich gewesen mit so einem riesen Wow-Effekt. Also das jetzt leider nicht, aber ich mochte die Geschichte total. Wie gesagt, es hat mich ein bisschen an den Bachelor erinnert, vom Fernsehen her. Und ja, es hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Ich mochte die Handlung, ich fand das Ende gut, wie das Ganze auch ausgegangen ist. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie das mit America Aspen und Maxon weitergeht. Ich weiß schon, für wen sie sich am Ende entscheidet. Ich habe mich selbst gespoilert in der Buchhandlung, als ich den vierten Teil in die Hand genommen habe und dachte so, hä, ich dachte, das ist eine Trilogie, wieso liegt hier noch ein Teil? Und dann habe ich hinten gelesen und denke so, nein! Aber ich glaube, die meisten wissen inzwischen, wie das Ganze ausgeht und was da am Ende passiert. Ich bin wahrscheinlich wieder eine der Letzten, die dieses Buch überhaupt liest. Von den Charakteren her mochte ich die auch. Ich fand America toll. Die erste Begegnung von America und dem Prinzen habe ich sehr, sehr gut gefunden. Also habe ich sehr gefeiert. Also mochte ich total. Und auch ansonsten fand ich Americas Charakter ganz, ganz toll. Sie lässt sich nicht sagen. Sie hat ihre eigene Meinung. Sie bleibt sich selbst treu, was man von den anderen Kandidatinnen nicht behaupten kann. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Also America als Protagonistin in diesem Buch fand ich gut. Was Maxon und Aspen betrifft, fand ich die beiden auch gut, obwohl ich Aspen teilweise wirklich nicht verstehen konnte. Ich dachte mir so, was geht denn bei dir ab, Junge? Was läuft denn da schief? Und ich konnte es natürlich im Ansatz schon verstehen, aber ich fand seine Reaktion teilweise einfach ein bisschen zu übertrieben. Aber wenn er nicht so reagiert hätte, hätten wir diese Geschichte auch wieder nicht. Deswegen musste er so reagieren, wie er reagiert hat. Und ja, auch Maxon als Prinzen fand ich gut und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin, wie gesagt, gespannt, wie es mit den dreien weitergeht. Ansonsten die ganzen anderen Nebencharaktere haben mir auch gut gefallen. Vom Setting her, wie gesagt, befinden wir uns ja in einer Dystopie. Also es ist eine Welt, die ich mir wie so ein bisschen wieder wie Panem vorgestellt habe. Ich habe schon bei der Roten Königin das Problem gehabt, dass ich mir die Welt so ein bisschen wie bei Panem vorgestellt habe. Also schon wie unsere Welt, aber halt so durch die Kasten total abgestuft und auch in den Provinzen das Ganze sehr ärmlich gehalten. Also schon Richtung Panem tendierend. Also ich weiß nicht, Panem ist für mich immer, was Dystopien betrifft, vom Worldbuilding her so das Grundkonstrukt, weil man da wirklich alles vertreten hat. Und ja, danach richte ich mich dann quasi immer bei den anderen Büchern, was ich eigentlich gar nicht will, aber es passiert einfach in meinem Kopf. Naja, aber ansonsten vom Setting her hat es mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die Welt auf jeden Fall. Ich mochte auch diesen Ansatz mit der Rebellion, der hier noch eine Rolle mitgespielt hat. Ich bin auch gespannt, was der in den anderen beiden Büchern dann noch für eine Rolle spielt. Und ich hoffe, dass er noch eine Rolle spielen wird weiter, sonst wäre es ein bisschen langweilig. Der Schreibstil von Kira Cass und die Übersetzung fand ich auch gut. Es ist ein schöner, einfacher Jugendbuch-Schreibstil. Es lässt sich wahnsinnig schnell lesen, die Geschichte. Also das Buch ist jetzt auch nicht ultra dick. Es hat, glaube ich, 360 Seiten. Also man hat es auch sehr, sehr schnell gelesen. Ich habe 1,5 Tage gebraucht. Und ja, also schöner, einfacher, schlichter Jugendbuch-Schreibstil. Hat mir gut gefallen. Mein Fazit zum ersten Teil von Selection ist, dass es ein toller Auftakt für diese Jugendbuchreihe ist. Es ist so ein Mädchen, also es ist definitiv eine Mädchen-Jugendbuchreihe. Also Jungs würde ich das Buch eher weniger empfehlen. Für Mädchen finde ich es ganz, ganz toll. Also gerade mit diesen ganzen schönen Kleidern, die die alle bekommen und wie die alle zurechtgemacht werden und dieses Casting. Also man kann sie als Mädchen und auch als Frau da schon hineinversetzen. Und ja, es macht auf jeden Fall Spaß, dieses Buch zu lesen. Und ich bin gespannt, wie es im zweiten und dritten Teil weitergeht. Ich werde die auf jeden Fall mitlesen. Wann weiß ich jetzt allerdings noch nicht. Und wenn ihr Bock auf eine Mädchen-Dystopie habt, dann schaut euch Selection von Kira Cass auf jeden Fall mal mit an, falls ihr sie noch nicht kennt und noch nicht gelesen. Das waren meine 3 zuletzt gelesenen Bücher. Wenn ihr die Bücher kennt, dann schreibt mir wie immer eure Meinung unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Mir sind die Bücher runtergefallen.